In diesem Video sprechen wir über die Rakete und zwar, wie ihr mit der Rakete dann ins Weltall fliegen könnt, sobald sie startet. Und wir sprechen auch nochmal über den Spielmodus Spielwiese, wann der jetzt kommen wird und warum der denn überhaupt entfernt wurde, also was die Gründe davon waren. Zudem werde ich einmal um 8 Uhr und einmal um 18 Uhr einen Livestream auf meinem Kanal starten. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen. Ansonsten wünsche ich euch dann wie immer ganz viel Spaß jetzt mit diesem Video. Lasst gerne noch ein Däumchen nach oben da, denn Support ist ja kein Mord. Und dann sehen wir uns jetzt gleich nach dem Intro. Wie ich in den letzten Videos von mir ja immer mal wieder erwähnt habe, soll die Rakete nun endlich heute starten, also am 30. Juni. Einige von meinen Zuschauern haben mir das gar nicht abgekauft und konnten das gar nicht glauben und haben dann gesagt, ja, du laberst doch voll die Scheiße, das stimmt doch gar nicht. Jetzt ist aber der Beweis da und ich zeige euch das jetzt einfach mal hier im Ingame. Und zwar, wenn wir auf Neuigkeiten jetzt gehen, dann sehen wir erstmal nichts Besonderes. Hier steht erstmal nur, dass es am Wochenende dann doppelte IP gibt. Das heißt, wenn ihr noch irgendwelche Herausforderungen erledigen müsst, dann könnt ihr das am Wochenende machen, denn da bekommt ihr halt doppelte IP. Wenn wir jetzt einfach mal auf die Einstellungen gehen und dann ändern wir einfach unsere Sprache hier von Deutsch auf Englisch und wir wenden das dann an, dann bekommen wir auf einmal eine neue Neuigkeit und zwar diese Neuigkeit. Denn hier wird jetzt ein neues Event angekündigt. Was die Rakete betrifft, das können erstmal nur die Amerikaner sehen. Bei uns kann man das sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt schon sehen, aber wenn ihr das jetzt gestern Abend mal euch angeschaut habt und ihr wart im Ingame, dann habt ihr diese Neuigkeit noch nicht bekommen. Und zwar wird ab 19.30 Uhr ein Event starten, in dem die Rakete startet. Die Beschreibung sagt jetzt hier, dass wir dann in den Himmel schauen sollen und wir wirklich nur einmal die Chance haben, zu sehen, was passiert. Also vermutlich ist einfach nur damit gemeint, dass wir halt einmal nur die Möglichkeit haben, also nur einmal dieses Event haben und in diesem Event dann halt eben sehen können, dass die Rakete startet. Das heißt, wenn ihr morgen ab 19.30 Uhr einen anderen Termin habt, dann solltet ihr schon mal irgendwie gucken, ob der wirklich wichtig ist oder ob der wirklich wichtiger als dieses Event ist, weil wie gesagt, dieses Event gibt es halt wirklich nur einmal. Jetzt aber zu dem Punkt, und zwar, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ihr dann eventuell mit der Rakete ins Weltall fliegen könnt. Und zwar würde ich euch erstmal generell raten, dass ihr morgen einfach schon mal 1-2 Stunden vorher euer Fortnite öffnet, beziehungsweise startet, weil ansonsten kann es halt eben sein, dass ihr dann in der Warteschlange landet. Und das möchte bestimmt hier keiner, weil das wäre ganz schön bitter, wenn man dadurch dann das Event verpasst. Zudem kann ich euch dann nur empfehlen, vorher dann auch schon eine Runde zu suchen. Also schon mal vorher dann, ich zeige euch das mal ganz kurz, vorher dann einfach auf Play zu drücken, weil der braucht natürlich auch ein bisschen, bis er dann erstmal einen Server gefunden hat. Wenn ihr dann in der Runde seid, dann könnt ihr ja mal versuchen, einfach mal auf die Rakete zu gehen. Und wenn die dann startet, weil ich denke nicht, dass die jetzt schon direkt starten wird, also die wird wahrscheinlich erst nach 1-2 Minuten starten. Und dann könnt ihr halt eben versuchen, wenn die dann beginnt zu starten, euch auf diese Rakete zu stellen und hochzufliegen. Also ich weiß, dass man jetzt nicht vielleicht auf der Rakete stehen bleiben kann, aber man kann vielleicht schon mal so ein Stückchen hochfliegen. Man wird dann irgendwann zwar runterfallen, aber man kann ja trotzdem probieren, da irgendwie mitzufliegen. Und wenn das wirklich klappen sollte, dann könnt ihr das Ganze natürlich dann direkt auf YouTube hochladen. Also ich werde es auch ausprobieren. Ich werde dann auch mal gucken, ob man das irgendwie hinbekommt, da das auch sicherlich sehr interessant ist und vielleicht kann man sich ja auch irgendwie reinklitschen, ne? Dass man dann irgendwie sich in die Rakete reinklitscht oder dass man irgendwie stecken bleibt und dass man dann irgendwie hochfliegen kann. Alternativ könnt ihr natürlich auch, wenn ihr dann direkt aus dem Bus gesprungen seid, dann direkt den Fallschirm zücken. Das heißt, ihr fliegt dann erstmal stundenlang oben im Himmel rum und könnt dann halt eben warten, bis die Rakete startet. Und da kann man dann ja auch versuchen, über der Raketenstation zu gleiten und wenn die Rakete dann startet, dass man dann vielleicht einfach auf die Rakete fällt und dass man dann irgendwie mitgeschleudert wird nach oben. Oder dass man halt einfach generell nur einen besseren
Blick auf die Rakete hat, dass man das halt eben vom Nahen besser sehen kann. Weil wenn ihr zum Beispiel dann auf der Fortnite-Map seid und ihr lauft da unten rum, dann sieht man natürlich die Rakete dann nicht wirklich gut. Also in der Luft würde das dann halt einfach am meisten Sinn machen und wäre, denke ich, auch mal sehr interessant zu sehen, was dann passiert, wenn man in Berührung kommt mit der Rakete. Das werde ich dann aber auch auf jeden Fall in meinen Stream dann ausprobieren. Ich werde, wie gesagt, ab 18 Uhr dann morgen Abend starten und jetzt in wenigen Stunden werde ich um 8 Uhr schon mit dem ersten Livestream beginnen. Also seid da auf jeden Fall dabei. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ansonsten stelle ich dann jetzt meine Einstellung einfach mal wieder auf Deutsch zurück, damit ich euch jetzt einfach mal die anderen zwei Punkte noch sagen kann oder das ansprechen kann. Und zwar gibt es hier einmal den zeitlich begrenzten Spielmodus wieder, 50 gegen 50. Der ist jetzt anstelle von dem Finalgefecht rausgekommen, also von dem Finalgefecht-Modus. Und hier ist halt dann eben auch noch der Hinweis, dass das Outfit Vertix, so heißt der Skin, dass der halt eben im Shop momentan noch verfügbar ist. Zum Schluss kommen wir dann auch nochmal zu Spielwiese, also zu dem Spielmodus, der ja vor kurzem erst entfernt wurde und wo man jetzt auch noch nicht ganz genau weiß, wann der denn jetzt wieder hinzugefügt wird. Und da hat eben Fortnite auf Twitter gepostet, dass es da halt eben ein paar Probleme gab mit den Servern, dass die halt eben doch ein sehr, sehr großes Problem haben, also dass es dann letztendlich doch ein größeres Problem war als erwartet und daher müssen sie erstmal das Problem beheben, das Problem lösen und wenn das dann endlich geschafft ist, dann wird der dann auch in einem neuen Update dann wieder hinzugefügt werden. Ich habe ja die Hoffnung, dass der Spielmodus sogar schon heute wieder zurückkehrt, also gegen 10 Uhr, gegen 14 Uhr oder gegen 17 Uhr oder vielleicht sogar dann, wenn die Rakete dann startet, dass sie das dann erst wieder freischalten werden. Auf jeden Fall bemüht sich Fortnite, dass der Spielmodus wieder so schnell wie möglich im Spiel zurückkehrt und ich bleibe daher gespannt. Wie gesagt, wir werden dann auf jeden Fall um 8 Uhr streamen und wir werden es dann ja auch direkt sehen, ob und wann der Spielmodus wieder zurückkehrt. Das auf jeden Fall zu den neuesten Informationen jetzt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn meint, wann denn jetzt Spielwiese wieder zurückkommen wird ins Spiel. Ansonsten hoffe ich, dass ihr dann bei meinen Livestreams dabei seid. Einmal streame ich um 8 Uhr und einmal dann um 18 Uhr. Das auf jeden Fall dazu. Ich wünsche euch dann jetzt auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao!